So, hi und hallo mal wieder. Ja, ich habe mal nachgeschaut, weil ich ja so viele Projekte die ganze Zeit mache, Booster, Sticker, Zeitschriften, Wundertüten und, habe ich natürlich diese Booster absolut vergessen, dass mir davon noch Boosterkarten fehlen. Und wovon? Von Match-Attacks, Bundesliga 2016-17. Deswegen habe ich mir jetzt mal schnell ein paar Boostertütchen besorgt. Es sind ja immer diese 10er-Packs. Also, es tut mir leid, das Video wird jetzt etwas länger gehen. Die anderen freuen sich darüber, aber nichtsdestotrotz werde ich jetzt mal ein paar Booster öffnen, weil mir fehlen ja noch ein paar Karten. Ja, die Saison ist zwar vorbei, aber ich habe da wirklich gar nicht mehr dran gedacht, dass mir noch ein paar Karten fehlen. Aber nichtsdestotrotz werde ich sie jetzt natürlich nachholen. Und ihr wisst ja, wie ich meine Videos mache. Ich gehe nicht auf den Spielern ein oder die Vereine. Das machen fast alle YouTuber. Ich könnte natürlich darüber jetzt sehr viel sagen. Aber man will ja nicht so sein wie die anderen. Aber ich gebe euch so viel Zeit, dass ihr, wenn ihr diesen Verein oder diesen Spieler mögt, drückt ihr einfach nur auf Pause und könnt ihn länger genießen. Das ist das, was bei meinen Videos immer ist. Weil die einen beschweren sich, oh, Wolfsburg mag ich nicht, Bremen mag ich nicht, warum redest du davon so viel, warum gehst du auf den Spieler ein und. Deswegen lasse ich es lieber und könnt euch selber eure Karten herausholen. Und wie gesagt, wer die natürlich auch sammelt, wie vollständig eure Sammelmappe ist und. Alles hier kommentieren. Würde mich echt interessieren, wie viel die noch sammeln, wie viel davon schon vollständig haben. Bin ich mal echt gespannt drauf. Und ihr wisst ja, wo ihr die sicher und bequem bestellen könnt, werde ich versuchen, immer unter ein Video zu verlinken, weil die Saison ist ja vorbei, sind sie also günstiger. Wie in Einzelhandel auf jeden Fall. Und ihr wisst ja, die ich meine, die etwas hochwertiger sind, etwas wertvoller, lege ich immer nach rechts. Aber alle, die meine Videos kennen, wissen das mittlerweile. Ja, ich sehe es schon. Es wird ein Video, was etwas länger geht, aber das stört mich mal nicht. Vielleicht freut es den einen oder anderen. Aber ich habe an diese Serie, Match Attack Serie, die ganze Zeit kein Auge drauf gehabt oder vergessen, weil ich zu viel andere Sachen da gemacht habe. Aber Stammzuschauer wissen das ja. Also schreibt mir ruhig mal öfters immer in die Kommentare, was ich mal wieder machen soll. Aber nichtsdestotrotz hole ich jetzt ein paar Booster nach und hoffe natürlich, dass meine Sammelmappe vollständiger und vollständiger wird. Und wenn ihr Lust auf diese Codes habt, die Online-Codes, schreibt mir das auch in die Kommentare, dann werde ich mal ein extra Video davon machen, weil ich brauche sie wirklich nicht. Ich spiele es nicht online, bin ich ganz ehrlich. Sind einige Spieler bei, die jetzt
schon doppelt sind, wie ich mitgekriegt habe, aber einige auch, die ich noch nicht kannte. Das bedeutet, meine Sammelmappe wächst und wächst. Jetzt dauert noch ein kleines Weilchen. Zu den Vereinen sage ich nichts, dann kommen wieder schlechte Kritiken. Aber Stammgucker wissen ja, was ich meine. Und wie gesagt, kommentiert mir auf jeden Fall, wie ihr die Magic Cats Bundesliga 2016-17 findet. Ob ihr sie selber gesammelt habt oder noch sammelt. Und wie vollständig eure Sammelmappe natürlich ist. Sowas interessiert mich immer. Auch wenn ich nicht immer auf alle Kommentare antworte. Das geht teilweise gar nicht, weil ich kriege ja. Oh, eine Hoch. Was denn jetzt hier? Ich kriege ja einen Tag hunderte Mails. Deswegen kann ich da nicht auf alle antworten oder kommentieren. Aber so viel Verständnis habt ihr ja. Ich merke schon oder sehe schon, meine Sammelmappe wächst und wächst. Und wie gesagt, über die Codes, schreibt ihr mir was, ob ihr die gerne sehen wollt, weil die sind bei mir absolut unbenutzt. Dann stelle ich sie mal alle im Netz, die ich hier noch habe, wenn ihr das wollt. Wenn euch das zu schnell geht, wisst ihr ja den Trick. Immer wieder auf Pause drücken. So viel Zeit gebe ich euch. Allzu viele Booster werde ich wohl nicht mehr öffnen. Weil ich ja doch schon eine Hausnummer bis jetzt. Und ihr wisst ja, ich bin kein Freund von langen Videos. Da bin ich ehrlich. Sammelmappe wächst und wächst. So, und das wird es jetzt nun leider schon sein, weil das Video geht schon zu lang. Das letzte Match Attacks Bundesliga 2016-17 Booster 10er Pack für heute. Allerdings nur für heute, wenn ihr das wollt. Wenn da draußen doch noch welche sind, die Interesse an diese Serie haben, schreibt mir das bitte in die Kommentare oder wenn ihr nicht schreiben wollt, wisst ihr ja, drückt einfach nur auf Daumen hoch. Umso mehr Daumen hoch da sind, weiß ich Bescheid. Da draußen sind noch welche, die gerne diese Booster geöffnet haben wollen vor die Kamera. Dann mache ich das natürlich.
Ja, einige Spieler, die sind aber mehr wie doppelt jetzt schon gewesen. Also, das waren sie jetzt. Die Tops Match Attack Bundesliga 2016-17 Unboxing. Wie ihr sie findet, was ihr davon haltet, ob ihr sie selber sammelt, schreibt es mir in die Kommentare rein. Ich versuche natürlich, einen Link unter ein Video zu stellen, wo ihr diese Boosterkarten sicher und bequem, vielleicht auch jetzt günstiger bestellen könnt. Wenn nicht, versuche ich was anderes, Tindosen oder zu verlinken. Ansonsten, wenn ich noch weitere vor die Kamera öffnen soll, schreibt es mir in die Kommentare oder drückt es mit Daumen hoch aus. Sage ich wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.